hier ist alles ein bisschen anders. Das Klima ist viel tropischer, als die Vegetation ist üppiger, aber hier bei der Fahrt auf einem Seitenarm vom Namushasha-Fluss weht eine kühle Brise, also es ist sehr angenehm. Es gibt auch hier richtig viel zu entdecken, ganz viele Vögel, Krokodile, Nilpferde und diese tolle, üppige Vegetation. Hier in diesem Seitenarm vom Namushasha-Fluss leben 5 Nilpferde. Nilpferde können 5 bis 6 Minuten unter Wasser bleiben und so lange die Luft anhalten. Die sind auch perfekt für das Leben im Wasser angepasst. Sie können sich im Wasser ganz schnell fortbewegen. Durch das Körpergewicht sinken sie nämlich nach unten und können sich dann vom Boden abstoßen. Das macht das Männchen, um uns zu beeindrucken. Yeah.